610 wird Mohammed zum Propheten berufen. Er war früh verwaist und wuchs bei Verwandten auf. Später heiratete er eine Kaufmannswitwe, womit sein Lebensunterhalt gesichert war. Eine herausragende Rolle kam ihm so aber nicht zu. Allerdings empfing er Offenbarungen von Allah, der in der Kaaba verehrt wurde. Er versteht den höchsten Herrn als strengen Weltenrichter, der nach Betrachtung des irdischen Lebens über ein weiteres Schicksal in der Hölle oder im Paradies entscheidet. Was ihn von anderen unterscheidet, war der Anspruch, dass es die authentischen Worte Gottes seien, die er gehört hat. Mohammed wurde daraufhin Prediger und Missionar. Nur selbst als frommer Mann zu leben, war zu wenig. Auch andere mussten überzeugt werden. Damit wird Mohammed zu einem politischen Faktor in Mekka, denn er hinterfragte die Machtverteilung in der Stadt. Er stellte führende Persönlichkeiten in den Verdacht, sie hätten ihren Reichtum unredlich erworben und seien nicht bereit, die Bedürftigen zu unterstützen. Mohammed gehörte selbst zu einer beduchten Familie, stellte sich aber auf die Seite der Unterprivilegierten und schrieb ihnen sittliche Überlegenheit zu. Zentral bei Mohammed ist auch, dass Allah der einzige Gott ist. In Mekka galt vorher Allah als der höchste Gott neben anderen Gottheiten. Um Mekka herum gab es noch weitere heilige Stätten, die kultisch nicht mit der Kaaba verbunden waren. Wenn es aber nur einen Gott gibt, müssen die anderen Kulte verschwinden. Die Spannungen in Mekka wurden so stark, dass es zu einer religiös bedingten Flucht Gläubiger sogar nach Äthiopien kam. 621 setzten sich dann auch Teile der Anhänger des Propheten nach Medina ab. Mohammed harrte vorerst noch aus und flüchtete schließlich unter dramatischen Umständen 622 ebenfalls nach Medina, wo er zum Teil auch seine Kindheit verbracht hatte. Diese Flucht wird als Hedschra bezeichnet und stellt den Beginn der islamischen Zeitrechnung dar.